kommen wir jetzt zum Smart Cooling. Ich habe gesagt, die Kühe steuern ihr Klima selber. Sie sehen hier vorne ein Sprühsystem und oben Ventilatoren. Drüben sind keine Kühe, hier sind Kühe. Und die Tiere haben entschieden, dass dort eben gekühlt werden muss, weil die anderen betrifft es im Moment nicht. Die haben den Bedarf nicht danach. Heißt also, wir erkennen an den Plätzen, wo die Tiere stehen, wir erkennen das Ereignis einer Kuh und sehen somit den Hitzestressindex. Das heißt, wir wissen das Klima vom Stall, die Hitzeabgabe vom Tier und das Ereignis bestimmen einen Index. Und dieser Index steuert dann die Elektronik für die Sprühung oder für das Kühlen der Kühe. Wird sehr stark in heißen Ländern nachgefragt, sind etliche installiert worden in den letzten Jahren, in Argentinien, Brasilien, Israel, in Saudi-Arabien, überall. Das heißt, wir haben damit optimale Bedingungen geschaffen für die Kuh. Milchmenge ist gestiegen im Vergleich zu nicht gekühlten Kühen. Die Aufnahmerate, Konzeptionsrate steigt, weil sie aufnahmefähiger sind und der Zellgehalt geht deutlich nach unten. Das ist sehr, sehr wichtig und sparen bis zu 80% Wasser, wenn Sie jetzt Sprühdüsen einsetzen in dieser Art.